Wir sind heute in Kreuzberg, im Festsaal. Die Stimmung ist super. Es ist sehr spannend zu sehen, wer hier zusammenkommt. Großartig, Decision Intelligence kommt in Deutschland an. Die Revolution ist in vollem Gange. Der Trade-off Summit ist das Event für das Thema Decision Intelligence. Wir treffen Menschen Entscheidungen, treffen Organisationen Entscheidungen und wie können wir sie verbessern. Ob es jetzt vom Corporate ist oder auch dem kleinen Startup, wie kommen wir zusammen, um auch in Deutschland dieses wichtige Thema voranzutreiben. Die Trends in dem Bereich sind, dass wir viel schneller Entscheidungen treffen müssen, wir haben weniger Zeit und dass die Entscheidungen viel weitreichender sind. Die Frage ist, wie kann man in diesem zunehmend volatilen, komplexen Kontext gute Entscheidungen treffen? Die Trade-off bietet eine schöne Bühne für diesen Dialog, auch für die verschiedenen Themen, die verschiedenen Facetten. Es ist einfach dieser Austausch aus Branchen, die auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun haben. Raus aus der Filterblase, verschiedene Meinungen auch hören. Entscheidend ist bei mir tägliches Handwerk. Das Problem ist, dass man sich immer bewusst machen muss, wie sehr man mit dem, was für einen selbst Routine ist, für andere singulär ins Leben eingreift. Die wichtigsten Entscheidungen sind gerade die, die unter viel Druck passieren, die mit viel Ungewissheit, wo man irgendwie einfach in eine Richtung gehen muss und da ein bisschen Selbstvertrauen haben muss. Deswegen glaube ich, können Entscheider sehr viel vom Pokerspiel lernen. Die verschiedenen Sichtweisen provozieren teilweise, aber lehren mich auch sehr, sehr viel. Und die Debatten machen mir sehr viel Spaß, um dort auch meine Sichtweise zu challengen und Neues zu lernen. Fand ich, war es ein super Auftakt, es war eine gute Stimmung, es war schön voll. Großartige Audience, die sich Menschen sich wirklich interessieren. Tolle Location, tolle, interessante Speaker. Es ist einfach schön, Leute zu sehen, die spannend sind. Es ist einfach ein guter Mix. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir zusammen in der Zukunft kreieren, erschaffen können aus diesen Ideen, die hier heute auch geboren werden. Ich gehe auf jeden Fall total inspiriert nach Hause und freue mich auf das nächste Jahr.